Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auch all denen, die neu dazugekommen sind. Fühlt euch wohl hier. Ihr dürft gerne immer in den Kommentaren eine Antwort hinterlassen, ob es euch gefallen hat. Gerne abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr nie was verpasst. Wir haben bereits angefangen mit der Quest auf Südhof, haben das bereits alles aufgebaut und kümmern uns jetzt weiter um das Fohlen. Ich bin jetzt gerade leider versehentlich schon auf den ersten Satz von You gekommen, der uns darauf hinweist, dass es dem Fohlen offensichtlich überhaupt noch nicht so gut geht und wir wollen jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Wenn es keine Infektion ist, könnte ein Neurotoxin an seinem Zustand schuld sein. Vielleicht hat die Mutter eine giftige Pflanze gefressen. Nicht genug, um sie selbst erkranken zu lassen, aber ihre Milch könnte bei dem Fohlen die Symptome ausgelöst haben, die wir hier beobachten. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen, um die Diagnose zu bestätigen. Reite zurück zu dem Ort, wo wir das Fohlen gefunden haben. Schau dich dort nach ungewöhnlichen Pflanzen um. Wir suchen höchstwahrscheinlich nach irgendeinem Nachtschatten. Kannst du das für mich erledigen? Klasse. Zwischenzeitlich werde ich ein wenig herumtelefonieren. Vielleicht kann ich eine zweite Meinung einholen. Unser Patient wird keine weitere falsche Diagnose überleben. Viel Glück, Daniela. Oh je, das arme Fohlen. Da suchen wir natürlich selbstverständlich danach. Denn wir wollen ja, dass es dem kleinen Fohlen besser geht. Dann schauen wir mal. Wir müssen in etwa in die Richtung. Es wird übrigens immer auf der Karte angezeigt, wo wir hin müssen. Für die, die es noch nicht wissen, vielleicht neu bei SSO dabei sind. So, müsst ihr hier. Ach, da, okay. Schlechte Milchanforderungen erfüllt. So, dann reiten wir wieder zurück. Offensichtlich haben wir schon die giftige Pflanze gefunden. So, schnell zurück zu You. Du hast etwas gefunden? Gut, gerade noch rechtzeitig. Mein Experte sollte jetzt jeden Augenblick hier sein. Babypferd Notfall? Ranger kommen? Vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist, Ranger Violet. Du solltest Kima für die schnelle Ankunft danken. Wie kann ich helfen? Ich vermute, dass dieses Fohlen durch die Muttermilch ein Neurotoxin aufgenommen hat. Daniela hat eine verdächtige Blume gefunden, die auf den Feldern wächst, auf denen die Mutter grast. Da du ein Experte für die Jorvik'sche Tierwelt bist, hatte ich gehofft, dass du die Blume identifizieren kannst. Vielleicht weißt du, ob sie die Symptome des Fohlens verursacht hat. Verstehe, lass mich die Blume mal sehen. Dein Bauchgefühl hat dich nicht betrogen. Die Einheimischen nennen diese Blume Jasperunkraut. Normalerweise wächst es nur in trockenen Gebieten, wie etwa in Golden Hills. Wenn sie sich auf Südhof ausgebreitet hat, sollten wir den Ausbruch eindämmen, ehe es außer Kontrolle gerät. Ich habe von deiner Rettungsrentsch gelesen. Eine wunderbare Idee. Jorvik brauchte so einen Ort. Wenn dir die Ranger irgendwie helfen können, solltest du einfach fragen. Ist denn das die Möglichkeit? Alonso hat eben per Funk durchgegeben, dass Bigfoot bei der Dornenklamm gesichtet wurde. Oha, das ist was für mich. Ich sollte besser los. Danke für deine Mühe, Major Shepard. Ebenfalls. Und nenn mich You. So. Wir haben unsere Diagnose erhalten und können unseren Patienten behandeln, aber es passt mir irgendwie nicht, dass wir ihn einfach Patient oder Fohlen nennen. Wir sollten ihm einen Namen geben.
Ein schöner Bursche, den eine giftige Pflanze zu Boden gerungen hat. Ich weiß, wir nennen ihn Balder. Ich habe die neuen Behandlungen auf die Aufgabentafel geschrieben. Es wird ein paar Tage dauern, bis der kleine Balder wieder freigelassen werden kann. Du solltest also täglich wiederkommen. Wenn er stärker wird, ändern wir sein Programm. In Ordnung. An die Arbeit. Okay, Major Yu. Machen wir. Schauen wir direkt mal, was die Aufgabentafel uns sagt. Dazu steigen wir einmal ab. So. Gegenmittel. Dem Fohlen das Gegenmittel auf der Koppel verabreichen. Okay. Schnell, schnell. Okay, jetzt dürfen wir wieder zurücklaufen. Alles ziemlich weitläufig hier. So, Tor öffnen. So. Armes Fohlen. Hat schöne braune Augen. So, das haben wir auch. Die Fohlen in der Pflegestation Wasser geben. Das haben wir da. So, das Fohlen in der Waschstation säubern. Dazu rennen wir einmal hier rüber. Hätte man auch direkt nebeneinander bauen können, ne? Die drei Gebäude, aber gut. Wir sollen ja was zu tun bekommen. Wie er das Fohlen immer rüberträgt, das finde ich so süß. So, jetzt dürfen wir wieder zurück. Na? Fohlen in der Pflegestation füttern ist der nächste Schritt. Hallo Daniela, offenbar hast du alle täglichen Aufgaben abgeschlossen. Sollen wir nachsehen, wie es dem Fohlen heute geht? Das Fohlen ist immer noch krank und braucht angemessene Pflege. Du hast dich schon so viele Tage lang um dieses Pferd gekümmert? 3. Ich denke, du musst dich noch so viele Tage um dieses Pferd kümmern? 4. Oha, okay. Das war's, du bist für heute fertig. Ruh dich aus und komm morgen wieder. Das Fohlen braucht noch immer deine Hilfe. Okay. Das heißt, damit haben wir für heute alle Aufgaben erledigt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, vielleicht einen kleinen Kommentar und ich wünsche euch einen schönen Tag.
Viel Spaß beim Spielen und selber questen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüssi, bis bald, eure Dani.